Herzogin Meghan scheint jetzt offiziell als Mitglied der britischen Königsfamilie angekommen zu sein. Nur wenige Wochen nach ihrer Hochzeit folgt der erste Termin ohne ihren Ehemann Prinz Harry und dabei wird der Herzogin von Sussex eine ganz besondere Ehre zuteil. Zusammen mit Queen Elizabeth II. Reist Meghan in den Nordwesten Englands nach Chester. Sie wirkt schon ganz vertraut alleine mit der Königin und doch scheint Meghan fest an ihren Harry zu denken. In ihrem Blick liegen so viel Wärme und Liebe. Und ihr elegantes beiges Kleid von Givenchy ist eine zauberhafte Liebesgeste. Das Modehaus hat bereits ihr umwerfendes Hochzeitskleid entworfen. Und auch mit diesem Dress sieht die ehemalige Schauspielerin sogar in zweiter Reihe aus wie im Märchen. Während Queen Elizabeth mit ihrem knallgrünen Outfit die Blicke auf sich zieht, hält sich Meghan bewusst zurück. Aber die Königin lässt der Frau ihres Enkelsohnes auch gerne einmal den Vortritt. Herzogin Meghan darf als erstes in die königliche Limousine einsteigen. Die royalen Damen verstehen sich prächtig und sind zu Scherzen aufgelegt. Meghan kann der Queen sogar ein Lächeln entlocken. Gerne würden wir Mäuschen spielen, was ihr die Herzogin in diesem Moment zugeflüstert hat. Der erste gemeinsame Auftritt des royalen Duos läuft einfach perfekt. Die Chemie zwischen den beiden Damen scheint zu stimmen.